Hä? Ach, Diana hat uns heute nichts zu sagen. Schickt uns nur eine E-Mail. Okay. Dann schauen wir mal unser Video an. Unser Zielperson ist heute eine Frau Doktor. So, so. Die Frau Doktor steht auf Schokolade. Und auf Blumen. Die werde ich ihr mitbringen. Zu ihrem Grab. Alles klar, die Frau Doktor muss ausgeschaltet werden. Wir müssen uns den Schlüssel besorgen. Die Frau Doktor Kamprad eliminieren. Die Leiche verstecken. Und keine Zivilisten töten. Na, das wird nicht einfach. Los geht's. Da ist sie ja. Nettes Plätzchen, wenn man reich und krank ist. Diese Doktor von Kamprad behandelt ihre Patienten vermutlich in einer großen Praxis im Obergeschoss. Na, dann wollen wir mal uns auf den Weg machen ins Obergeschoss. Denn wir haben einen Termin mit der Frau Doktor. Den wollen wir doch nicht verpassen. Alles klar. Gut. Aber als erstes. Oh, okay. Da kommt schon meine Verkleidung angerannt. Gar nicht mal so unklug, mich gleich zu verkleiden. Als Wache komme ich hier besser voran. Also, Kumpel. Halt still! Na, 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 wohin? Na, gleich ist vorbei. Perfekt. Dann ziehen wir dich mal am besten hinters Boot, damit dich niemand findet oder sieht. So. Nehmen deine Klamotten, deine Pistole und los geht's. Dann machen wir uns mal ins Innere dieses ja, Krankenhaus, das aussieht ein bisschen wie ein Taj Mahal. Aber als erstes, welche Seite? Der Vordereingang wird sehr gut bewacht. Keine gute Idee. Der Hintereingang ist dafür gleich unbewacht. Nicht schlecht. Wenn ich mich beeile, kann ich mich noch vorbeischleichen, ohne dass mich jemand sieht. Ach so. Da drückt mal wieder die Blase. Tja. Pech gehabt. Ich bin drin. Oha, eine Menge Wachen hier. Drei Anlaufstellen. Und Diana hat uns wieder mal ein Paket dagelassen, das sehr gut bewacht wird. Zwei Wachen im Vordereingang, zwei Wachen, eine Wache am Hintereingang. Eine Menge Zivilisten. Ich darf keine Zivilisten killen. Wird gar nicht einfach. Aber ich werde jetzt als erstes hier hinlaufen und dann da hinlaufen. Und dann werde ich irgendwie versuchen, hinter die Wache zu kommen, den zu erledigen, hier hintransportieren und dann mal schauen, was der Jäger mich für mich hier deponiert hat. Nichts zu sehen. Schöne orientalische Zimmer. Aha. Da ist jemand auf dem Bad. Ich muss mich beeilen. Schnell umziehen. Geschafft. Nun habe ich wieder die perfekte Verkleidung. Eigentlich hätte ich die Wache gar nicht killen müssen. Naja, egal. Okay. Jetzt bin ich für den Kult gut gekleidet, aber jetzt sollte ich noch hier. Also gehe ich mal durch alle Zimmer durch und schaue mich um. Es scheinen keine Wachen zu sein, es scheinen auch Patienten zu sein. Das Krankenhaus ist wahrscheinlich nur für diesen Kult gedacht. Die merken nicht mal, dass ich nicht zu denen gehöre. Ja, ich habe ja auch eine Glatze. Diesmal habe ich die perfekte Verkleidung. Ja, schon wieder die gleiche Verkleidung. Gut. Jetzt muss ich irgendwie hier hinkommen. Oh, hallo.
Oh, ich habe mich geirrt im Zimmer. Er läuft weg. Vielleicht kann ich mich doch an ihm vorbeischleichen. Perfekt. Waffen. Da ist der Schlüssel. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Schallgedämpfte Pistole. Danke. Und was ist das hier? Gift. Interessant. Okay. Jetzt muss ich so schnell wie möglich wieder. Oh nein. Jetzt schaut er auch noch an die Tür. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Und die zwei auch. Das wird nicht einfach jetzt. Nachher wird er misstrauisch, wenn ich hier drin herumspaziere. Die Wache hat wohl ein kleines Problem mit ihrer Blase. Das ist schon das zweite Mal. Besser, ich schleiche mich ganz langsam raus. Perfekt. So, schon drei Ablaufstellen abgelaufen. Ah ja, das ist der Hof mit einem See. Und Koi schwimmen hier auch rum. Wirklich luxuriös. Eine Menge Patienten tigern hier rum. Sehr erholsam. Aha, hier geht's nach unten. Interessant. Aber wir müssen ja erstmal ins Obergeschoss. Deswegen erforschen wir erstmal das hier, würde ich sagen. Los geht's. Ich darf nur hier nicht so rumrennen, nachher falle ich noch auf. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Aha. Hier hat schon jemand seine Koffer ausgepackt. Sieht's hier aus? Nichts zu sehen. Wo ist meine Anlaufstelle? Ah. Noch ein Zimmer weiter. Ah. Schau an, Patientenkleidung. So kommen wir also zu Frau Doktor. Gar nicht mal so schlecht. Gut. Dann wollen wir unseren Termin mal wahrnehmen. Und die Frau Doktor nicht warten lassen. Also, ich muss hier die Treppen hoch. Alles klar. Und danach muss ich irgendwie in die Kanalisation wahrscheinlich. Aber wenn ich hier einfach in den See reinspaziere, werden die Wachen bestimmt misstrauisch. Obwohl, sie unterhalten sich gerade. Hm? Okay. Dann gehe ich mal nach oben. Okay, ich bin drin. Hier geht's nach oben. Eine Krankenschwester und ein Patient. Nichts Besonderes. Wachen. Ah, Lord Sinclair. Der Doktor erwartet Sie schon. Bitte folgen Sie mir. Ja, okay. So kann man's auch machen. Sahib. Sahib. Hast du Gäste? Ja, ja. Alles in Ordnung. Okay. Also erledigen wir jetzt die Frau Doktor. Und dann müssen wir sie verstecken. Wir haben ja auch noch Gift gefunden. Was mache ich mit dem jetzt bloß? Vielleicht liegen ja die Pralinen noch da. Schauen wir mal. Ja. Verdammt, keine Pralinen. Ah, Lord Sinclair, nicht wahr? Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ja, Frau Doktor. So. Nächste Woche bekommen Sie eine neue Niere. Ich glaube, dass wir bis dahin ein geeignetes Organ für Sie gefunden haben. Das Glas. Die Erfolgsaussichten der Operation sind gut. Natürlich müssen wir Ihnen anschließend starke Antibiotika und Medikamente gegen die Abstoßung verabreichen. Außerdem müssen wir die Niere entlasten. Durch die Nachbehandlung fallen zusätzliche Kosten an. Ich hoffe, Sie sind bereit, diese zu übernehmen.
Kein Problem. Tut mir leid, wenn ich die Kosten bisher vergessen habe, aber ein Spezialist wie ich hat sehr viele Patienten, an die er denken muss. Aber was erzähle ich Ihnen? $50,000 müssten für den Anfang eigentlich reichen und... Aber das wissen Sie ja alles. Ihre bezaubernde Gattin hatte vor 2 Monaten dieselbe Operation. Wie heißt sie doch gleich? Ich meine, wohlbekomm's. Auf Wiedersehen. Okay. Jetzt müssen wir sie verstecken. Nur wo? Ziehen wir sie mal erst in dieses Zimmer, damit sie aus dem Hauptzimmer entfernt ist. Gut. Ah ja. Wir müssen sie hier durch, aber das heißt, wir müssen hier durch und dann... Aber da war eine Wache. Oh Mann, das wird nicht einfach. Na gut, erstmal hier in dieses kleine Hinterzimmer. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, da ist jemand. Habe ich aber nochmal Glück gehabt, dass ich die Frau Doktor in diesen Raum hier gezerrt habe. Verdammt, das wird gar nicht einfach, die jetzt darüber zu schleppen, wenn der hier so rumtigert. Vor allem diese Wache ist auch noch da. Ich muss echt mal gucken erst. Gut, die Wache schaut nicht zu mir. Könnte klappen, wenn ich den hier irgendwie noch loswerde. Okay, ich muss nur abwarten. Jetzt! Einfach quer über den Platz ziehen. Los, 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 ganz langsam. Schneller, 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 schneller. Okay, Tür auf. Perfekt. Geschafft. Dein neues Grab, Frau Doktor. Und ich bin weg. Gut. So. Nun müssen wir das Krankenhaus wieder verlassen. Heimlich still und leise, wie wir gekommen sind. Verdünnisieren wir uns wieder. Gut. Hat alles geklappt. Oh, oh. Ein bisschen verdächtig, wenn ich hier so rumlaufe. Also, ich gehe dann mal wieder auf mein Zimmer. Die Frau Doktor hat gesagt, mein Termin ist morgen. Los geht's. Hallo. Oha, jetzt laufen hier aber eine Menge Wachen rum. Okay. Warum nicht? Verdünnisieren wir uns in die Kanalisation. Ich muss nur aufpassen, dass die Wachen nicht sehen. Wie ich jetzt schön heimlich still und leise mit den Koi baden gehe. Okay, ab durchs Fenster. Geschafft. Also wenn das nicht Silent Assassin ist, weiß ich auch nicht. Ich befinde mich in der Kanalisation. Von hier aus kann ich locker leicht zu meinem Ausgang kommen. Oder? Nein, ich muss hier durch die ganzen Tunnelsysteme. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ah, es könnte aber sein, dass ich nicht Silent Assassin geschafft habe, weil ich die Wache am Anfang erwürgt habe. Verdammt. Hätte ich das gewusst. Ich hätte die ganze Mission schaffen können, ohne mich ohne einen umzubringen. Naja, egal. An denen vorbeischleichen und. Naja, trotzdem mal wieder ein gelungener Auftrag. Ich freue mich schon auf mein Honorar. So, jetzt links oder rechts? Oh. Ah ja. Da lang. Ich hoffe, da geht's raus. Oh ja. Geht es. Gut. Na dann. Ah, das ist
Also das Abwassersystem. Okay. Da hinten ist ja mein Boot. Wir dürfen nur nicht gesehen werden jetzt hier draußen. Es wirkt bestimmt ein bisschen komisch, wenn hier draußen ein Patient rumrennt. Ah, das Motorboot. Okay. Alles klar, dann nehmen wir noch unseren 2000 Euro Armani-Anzug mit. Heute mal wieder 2000 Euro. Wir wollen ihn ja hier nicht im Dreck liegen lassen. Viel zu schade. Und ab geht's. Nach Hause. Jawohl, ja, wir haben's doch geschafft. Lautloser Killer, ein getöteter Feind. Perfekt. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Level.